Tja, liebe Freunde, nun wird's interessant. Folge 64, wie versprochen, gibt es in der nächsten Folge eine reine Wir fangen Pokémon Folge. Und ich hatte ja versprochen, in dieser Folge gehen wir zum Galaktikgebäude, stürmen dies und bla bla bla. Und jetzt war tatsächlich das erste Mal der Punkt, wo ich nachgucken musste, was hier los ist. Ich komme nämlich nicht weiter, ich habe keine Ahnung, was mit dem Schlüssel ist. Ich weiß überhaupt nicht, wie ich weiterkomme im Moment. Und jetzt, wo ich erfahren habe, wie ich eigentlich weiterkommen muss, ich bin ja zum Beispiel völlig falsch. Ich glaube, ich hätte hier noch schon lange... Ich hätte, glaube ich, hier noch gar nicht sein sollen. Ich muss als allererstes nach Blizzach. Und hier gibt's erst das, was mir ermöglicht, hier weiterzumachen. Das ist total irre. Wir sind eigentlich in völlig falsche Richtung gegangen. Wer kann denn das ahnen? Heilige Scheiße. Das heißt, wir werden in dieser Folge erstmal nach Blizzach gehen und Blizzach erkunden. Und dazu werden wir uns als allererstes mal ein anderes Pokémon holen. Ganz richtig. Huch, nee, das wollte ich jetzt eigentlich nicht, denn wir haben ja gelernt, Pokémon bewegen. So. Das ist hier schon mal ganz gut. Dein Team ist voll. Ja, das ist mir durchaus bewusst. Ich wollte ja auch eigentlich... Ach, hier. Nein. Jawohl. Wir müssen jetzt mal einen rausschmeißen. Was ist denn jetzt hier los, Team-Pokémon? Ach so. Ja, was werfe ich jetzt weg? Ultrigaria würde ich natürlich sofort rausschmeißen. Allerdings könnte ich das eventuell nochmal gebrauchen. Das ist das, was mich am meisten nervt gerade. Ach komm, schmeiß mal ganz kurz hier mal schon mal weg. Das kann ja jetzt nicht schaden. Ich brauche nämlich Brutalanda für Fliegen. Und Fliegen, das ist nämlich das Geile. Wir können es eigentlich noch gar nicht. Wir dürften es eigentlich noch überhaupt nicht. Weil Fliegen gibt's, wie ich vermutet habe, im Team Galaktik-Gebäude. Aber wir haben die Arena-Leiterin besiegt, die schon fliegen kann. Ich meine, wir haben noch nicht mal die eine VM, die uns hier klettern und so lässt. Das ist total irre. Wir haben einen völlig fortgeschrittenen Weg eigentlich gewählt. Und warum ich Brutalanda jetzt auswähle, ist ganz einfach. Wir wollen fliegen. Und so habe ich keine Lust zu laufen bis hier hinten. Deswegen fliegen wir jetzt mal nach Ewigenau. Schwupp. Und schon sind wir da. Das passt mir nämlich viel besser. Denn von hier aus komme ich ganz schnell nach Blizzach. Jetzt muss ich mal gucken. Wir müssen dann hier irgendwie nach zum Kraterberg und vom Kraterberg nach oben gehen. Richtig, das konnten wir damals nämlich noch nicht, soweit ich weiß. Und dazu gehen wir jetzt erstmal hier lang. An dem legendären Pokémon vorbei, an der Statue. Bin ich jetzt hier schon richtig? Weiß ich jetzt gerade gar nicht. Aber ist ja auch egal. Ein Pantimos. Ach, mir fällt da jetzt gerade was auf. Nachdem wir eh schon Sherox haben, fangen wir eigentlich gleich mal an. Moment mal. Nachthieb? Ach ja, stimmt. Nachthieb haben wir ja gelassen. Wir haben die Kreuzschere ja weggemacht. Ich wollte jetzt eigentlich Druckschlag machen und Pantimos fangen, aber wurscht, das begegnet uns bestimmt gleich normal. Also hier sind wir eh falsch. Das haben wir schon fast gedacht. Traumato. So, du Tomate. Dann komm mal her. Denn wir werden jetzt vorwarnen. Es konzentriert sich... Hä? Ich dachte, wir haben ihm Druckschlag beigebracht. Bin ich gespeichert oder was? Jetzt bin ich ein bisschen verwirrt. Ich bin ein bisschen verwirrt. Moment mal. Heute... Wir haben immer noch Druckschlag. Komisch, ich war mir sicher, dass ich das schon gemacht habe. Ja. Wir haben beschlossen, dass wir Kreuzschere wegmachen. Oh, Druckschlag haben wir 40 Attacken, das ist ja geil. Können wir also sehr viel fangen in der nächsten Folge. Und ja, es gibt jetzt, ich habe jetzt auch herausgefunden, warum wir keine Automaten benutzen können. Wahrscheinlich habt ihr es schon längst alle in den Kommentaren geschrieben. Ich arbeite ja schon immer ein bisschen vor, das ist ja wohl irgendwie klar. Das heißt, ich weiß es durch euch noch gar nicht. Ich weiß jetzt, dass ursprünglich war es geplant, dass man wieder spielen kann. Aber das war auch der Grund, warum wir so arsch... Oh, geil, Kadabra.
warum wir so arsch viele Münzen gefunden haben. Man kann nämlich nicht mehr an Spielautomaten spielen, man findet permanent nur Münzen. Das heißt, du könntest stundenlang hin und her laufen und permanent Münzen raussammeln, so viele, bis du dir die ganzen Attacken oder sonst was kaufen kannst. Und jetzt kommt zum ersten Mal hier der Trugschlag. Und er hat dann nur noch ein KP. Wie perfekt. Und das war geplant, wurde allerdings dann rausgenommen, weil man wegen der Altersbegrenzung, das ist kein Witz, wegen der Altersbegrenzung hat man das geändert, denn man hätte es sonst ab, keine Ahnung, Pokémon ab 16 so ungefähr, weil Glücksspiel kann ja süchtig machen. Und deswegen musste man es rausnehmen, um das Spiel dann doch quasi ab 0 zu veröffentlichen. Das ist der Grund, warum es kein Spielautomaten mehr gibt. Und wir haben Kadabra, da freue ich mich sehr. Dann Simsala, Psycho-Pokémon, werde ich mir auf jeden Fall noch eins trainieren. Er starrt auf seinen Simbellöffel, um sich zu konzentrieren. So kann es mehr Alpha-Wellen ausstoßen. Ja, und wir werden jetzt auch nebenbei gleich ganz viele Pokémon fangen. Wir müssen echt anfangen, krass Pokémon zu sammeln. Sonst geht das irgendwann ganz schön schief. Wie komme ich denn jetzt nochmal auf den Kraterberg? War das irgendwo ganz da unten? Und wir waren ja echt lange nicht mehr hier, ne? Kenne ich ja noch gar nicht auswendig. Hä? Moment. Karte. Wir... Kamen wir nur von unten auf den Kraterberg? Ich glaube, wir kamen nur von unten auf den Kraterberg, ne? Das heißt, wir müssen... nach Erzelingen. Das ist ja der totale Umweg. Egal, wir machen es einfach mal. So, und zack, landen wir. Geil, wie noch das Attire von der Originalversion eigentlich zu sehen ist. Och, das wollte ich jetzt gar nicht. So, und jetzt machen wir erstmal hier ein bisschen schneller. Und dann müssen wir hier nach oben dann. In diesem... Ach, warum steige ich denn mal ab? In diesem Berg müssen wir dann nach oben. Genau, und das ging damals ja noch nicht. Aber es geht immer noch nicht. Brauchen wir dazu... Was brauchen wir denn dazu? Ich bin jetzt gerade ein bisschen verwirrt. Oder muss ich die Entons da wegkriegen, die da den Weg versperren? Das ist ja ein krasser Scheiß. Ne, ich wollte eigentlich flüchten. Das Problem haben wir ja schon. Oh, wenn man echt... Hä? Okay, Palim Palim. Über den Namen könnte ich mich immer noch totlachen. Ja, aber komm, Palim Palim haben wir natürlich auch noch nicht. Also Trugschlag und auf geht's. So, jawoll. Es setzt Risikotackle ein. Oh, besiegt es damit sich jetzt nicht selbst. Na doch. Oh mein Gott, bist du eine Nulpe, ey. Palim Palim. Ja, mehr fällt mir das jetzt auch gerade nicht ein. Ach komm schon. Ditto! Und Ditto haben wir noch nicht. Ditto brauchen wir. Ditto brauchen wir ganz dringend. Dann können wir nämlich mal anfangen zu paaren. Ja, weil die Pokémon können wir ja nicht fangen. Die müssen durch eine Paarung. Okay. Kann ich jetzt einen Sherox fangen? Nee, wir werfen natürlich den Hyperball und fangen mal so ein schönes Ditto. So. Das natürlich... Okay. Überrascht. Ich dachte jetzt, der Hyperball sollte so effektiv sein, dass wir das auf jeden Fall fangen. Aber Ditto hat da keinen Bock drauf. So, jetzt aber. Bleib mal schön drin. Brav. Ditto wurde gefangen. Ist ja herrlich. So. Ditto wurde ein Eintrag im Pokédex angelegt. Es ist eine Transform. Es kann seine Zellstruktur so verändern, dass es sich in alles verwandeln kann, was es sieht. Das würde ich manchmal auch gerne tun. So, und jetzt bitte hier raus. Ich komme da nur hoch, wenn ich diese komische Ability, das hier habe. Das kann ich ja noch gar nicht. Wo lerne ich denn das? Eieieiei. Das bringt mir auch nichts. Und schwimmen kann ich ja erst, also Surfer kann ich ja erst recht noch nicht. Mann. Farbegel? Farbbiegel? Farbiegel? Ach,
bieg dich sonst wohin, ey. So, Trugschlag und dann werden wir das hier auch noch gleich fangen. Dann fangen wir quasi schon so langsam... Das ist Nachahmer. Dann fangen wir schon langsam aber sicher an mit der ganzen Fanggeschichte. Ach, jetzt habe ich mich verdrückt. Scheiße. Ach, was soll's. Also hier geht's auch nicht weiter. Das habe ich mir irgendwie ein bisschen anders vorgestellt. Jetzt bin ich wieder in Herzhofen. Was will ich denn jetzt unter Pokémon? Bin ich verwirrt. Also Herzhofen bringt mir absolut gar nichts. Aber ich komme an diesem Entrance da auch nicht vorbei. Ich dachte, wir waren hier schon mal im im Kraterpark waren wir eben noch nicht. Und nach ewig genau kommen wir auch nicht hin. Wow. Fleetburg. Wow, ich bin... Kommen wir hier... Können wir nach unten, nach Weideburg gehen? Müssen wir erst nach Weideburg vielleicht? Stimmt, hier sind wir auch noch nicht lang gegangen, ne? Ich gebe mir... Ach, du mit deinen scheiß Knochen, ey. Ich bin weit gereist, um an diesem Wettbewerb... Ah, ihr mit euren schwulen Wettbewerben, mal ehrlich. Ach, sieh an, das Tor ist geschlossen. Also hier kommen wir auch nicht lang. Das bedeutet, wir stehen in Herzhofen und haben gerade eigentlich mal überhaupt gar keinen Peil, wo wir hin müssen. Und bevor ich jetzt hier 10 Minuten lang überlege, wo ich hin muss oder was ich noch machen könnte, beende ich jetzt einfach diesen Part. Wir sehen in der nächsten Folge die Pokémon-Fang-Folge, wo ihr immer noch mitmachen könnt. Falls ihr nicht wisst, von was ich rede, guckt euch Folge 63 an. Und in der Folge 66, wo ich mich dann informiert habe und weiß, was wir machen müssen, da geht's dann mit der Story weiter. Bis dahin sage ich Tschüss und viel Glück beim Raten.